Ja, willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Sendeformat auf Pirna TV zum Volksbank Pirna Vereinsduell. Wir sind heute zu Gast beim Heidenauer Sportverein und das aus gutem Grund. Natürlich zum einen momentan aktuell am Laufen die Fußball-Europameisterschaft und zum anderen natürlich der frische Aufsteiger in die Fußball-Oberliga, der Heidenauer SV. Die stärkste Fußballmannschaft des Landkreises hat uns sozusagen eingeladen zum ersten Vereinsduell. Ja, was haben wir vor? Wir werden in, denke ich doch, sehr unterhaltsamer Art und Weise mit den Mannschaften das ein oder andere Spiel stattfinden lassen. Wir werden auch den Wissen oder das Wissen der Spieler ein bisschen testen und dann schauen wir einfach mal, welche Mannschaft sich am Ende als ja nicht unbedingt die sportlichere, aber vielleicht an dem Tag zumindest die bessere erweist. Ja, und das Ganze werde ich nicht alleine machen, natürlich mit den ganzen Jungs im Hintergrund, mit den Fußballern und mit Mario. Und der sitzt schon in der Runde und das aus gutem Grund, denn wir wollen ja auch erzählen, für was dieses Volksbank Pirna Vereinsduell gut ist, denn es lohnt sich für beide Mannschaften, für die Mannschaftskasse. Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir zum Volksbank Pirna Vereinsduell. Und neben mir sitzt schon Henrik Halas. Er ist Geschäftsstellenleiter der Volksbank Pirna hier in Heidenau. Und er hat für den Sieger des heutigen Duells natürlich eine schöne Überraschung parat. Was ist es denn? Ja, erstmal ein nettes Hallo hier nach Heidenau in die Runde an alle Teilnehmer und Zuschauer. Ja, die große Überraschung wird die sein, dass der Gewinner des heutigen Abends von der Volksbank 500 Euro in die Vereinskasse kriegt. Tja, das ist natürlich eine tolle Sache. Wir sind gespannt, welche Mannschaft mit diesen 500 Euro heute nach Hause gehen kann. Wir drücken beide Mannschaften die Daumen und ich denke, los geht's. Gleich geht's los. Zunächst sagen wir natürlich noch, welche zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Natürlich der Heidenauer SV, die erste Fußballmannschaft, Aufsteiger in die Oberliga. Und auf der anderen Seite auch mit dabei der SV Pirna Süd, Fußballbezirksliga. Und auch da hat man, kann man das so sagen, das Saisonziel erreicht, Klasse gehalten. Erfolgreich die Klasse gehalten. Mit einem 11. Tabellenplatz kann man das so mehr oder weniger behaupten. Ja, wir fangen jetzt am besten gleich erstmal an, bevor wir uns hier mit dem einen oder anderen noch unterhalten, mit unserem ersten Spiel. Und dazu suchen wir uns natürlich die geeigneten Kandidaten von den Mannschaften aus. Und das erste Spiel, das heißt bei uns Fußballtennis. Unser erstes Spiel Fußballtennis. Gespielt wird mit zwei Spielern pro Mannschaft. Diese dürfen maximal drei Ballberührungen haben und zwei Ballberührungen auf dem Boden. Also der Ball kommt ins Feld, er wird angenommen, geht auf Boden, wird angenommen auf dem Boden und dann muss er natürlich ins gegnerische Feld zurückgespielt werden. Wir probieren das. Der Aufschlag wird von der Grundlinie aus passieren und wir drücken natürlich beide Teams die Daumen. Ja, und gespielt wird bis 10 Punkte. Gerrit, ist Fußballtennis so eine Geschichte, die ihr im Training hin und wieder noch anwendet? Ja, ab und zu montags zum Lockern, Auskurieren machen wir das ab und zu, ja. Wie sieht es bei euch aus? Kommen wir mal kurz rüber, Stefan, Daniel oder dein Mikrofon? Nee. Kein Thema bei euch? Ganz, ganz selten. Da sieht man vielleicht deswegen auch ein bisschen an eurem Schuhwerk. Na, wir schauen mal, wie sich der ein oder andere schlägt. Ich würde sagen, ihr habt Angabe, Aufschlag fürs erste Spiel. Bis 10 Punkte spielen wir und jeder Ballwechsel zählt als Punkt. Es geht los. So, das war der erste Ball. Kurz und schmerzlos. Erster Punkt für Heidenau. Netzberührung, das hatten wir nicht erzählt, aber die zählt halt als Punkt, wie beim Volleyball. Deswegen steht es jetzt 2-0. Im Übrigen, auch das haben wir noch nicht erwähnt, man braucht insgesamt 5 Siege, um das Vereinsduell für sich zu entscheiden. Das heißt, auch wenn es jetzt nicht so klappt, habt ihr noch weitere Gelegenheiten? Der nächste Punkt für Heidenau, es müsste der dritte gewesen sein. Es steht 3-0 für Heidenau. Erklärt das Abschneiden vielleicht auch, warum ihr jetzt bald in der Oberliga spielt und die anderen erfolgreich den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft haben? Schauen wir mal, jetzt sieht das doch schon richtig gut aus. Ah, wir sehen den ersten richtigen Ballwechsel. Ah, das war doch schon gar nicht schlecht, auch wenn es der vierte Punkt für Heidenau ist, 4-0, der aktuelle Stand. Gerrit jetzt mit der Angabe. Und da ist der erste Punkt für Süd. Das heißt 4-1. So ist es. Das würde man beim Tennis wohl als Ass bezeichnen, 4-2. Der SV Pirna Süd kommt und es gibt den nächsten Anstoß. Ja.
Ah, jetzt sieht das schon richtig nach Fußball aus. Man hat sich eingespielt, beide Teams. Jawohl, jetzt funktioniert das Ganze. Richtig mit Absprachen, Heidenau. Ja. Und das war eine schöne Aktion. Der fünfte Punkt, Gerrit macht ihn. Der Ball damit wieder bei Heidenau. Und aktueller Spielstand 5:2 für Heidenau. Bis 10 Punkte, die Frage kommt gerade auf. Wir spielen bis 10 Punkte, wer zuerst die Punkte hat, der hat gewonnen. Oder bis 23 Uhr. Wieder ein toller Ballwechsel. Oh. Weißt du was, ich gehe mal rüber zu den Heidenauern. Ich werde mir mal erklären lassen, warum gerade die beiden hier auf dem Spielfeld stehen. Ob das vielleicht so die Feintechniker sind. Ihr könnt mal schön weiterspielen. Mario, genau. Du zählst die Punkte, oder? Genau, auf dem Weg dahin. Sag uns Bescheid, wenn ihr fertig seid. 6:2. Gehen wir doch mal direkt zum Captain Frank Heiser. Erzähl mal, die zwei, die jetzt für euch spielen, sind das so die Feintechniker auf dem Feld? Das sind unsere Spezialisten fürs Fußballtennis. Deswegen spielen die jetzt. Wie oft spielt ihr Fußballtennis? Die Jungs haben schon gesagt, manchmal montags, regelmäßig oder nur nach erfolgreichen absolvierten Spielen? Nö, schon zur Regeneration ist es schon eine ganz gute Sache. Und montags immer, weil Dienstag, Donnerstag dann die Hauptbelastungen sind. Und ja, wie gesagt, zur Regeneration ist das Fußballtennis halt eine Möglichkeit. Und offensichtlich eine erfolgreiche, nicht nur in der Meisterschaft, sondern jetzt auch hier im Duell gegen Pirna Süd. Ich glaube, ihr führt noch, oder? Dankeschön. Jawohl, aktueller Spielstand 8:2 für Heidenau. Und wir haben hier auf dem Feld wirklich tolle Spielszenen schon gesehen. Und jetzt den ersten Matchball. 9:2 für Heidenau. Mirko, sehen wir jetzt Nas? Nein. Okay, schauen wir mal. Und der erste Matchball ist verhindert worden. Da war zwar nicht aus eigener Kraft, aber es steht 9:3. Gut gelöst, Daniel am Ball, aber der wird runter und damit ist der erste Punkt eingefahren. Heidenau entscheidet dieses Duell für sich. Es gibt diese 500 Euro, die so eben gefordert werden, erst nach 5 gewonnenen Spielen. Ja, der Heidenauer SV führt 1:0 und wir nutzen die Gelegenheit, mal kurz an den Tisch zu kommen. Zu Pirna Süd, vielen Dank. 11. Tabellenplatz, wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Klassenerhalt, ja, am Ende komplett zufrieden mit der Saison? Letzten Endes Saisonziel erreicht. Eigentlich könnte man zufrieden sein. Leider haben wir gerade in den Derbys gegen Kubitz, gegen Sedmitz und Wissenstal immer alt ausgesehen. Das ist eigentlich das einzigste Bittere an der ganzen Sache, weil, wie gesagt, wir wollten die Klasse halten, das haben wir geschafft. Zum Schluss auch relativ souverän für unsere Verhältnisse. Und wie gesagt, aber leider haben wir eben in den Derbys sehr alt ausgesehen und relativ hoch verloren. Und das ist eigentlich schade, weil das eigentlich immer eine Stärke von uns war. Vor 4 Jahren oder 3 Jahren haben wir Heidenau zu Hause 2:1 geschlagen und sowas. Und schade, dass es gegen Kubitz nicht geklappt hat. Ja. Ich meine, Heidenau könnte heute noch schlagen und ja, Kubitz hat sich ja gut angestellt und die kommt nächstes Jahr wieder zu euch. Ja, das ist natürlich schade. Also ich hätte es Kubitz ehrlich gesagt gegönnt, den Aufstieg. Man muss wissen, du hast auch für Kubitz schon gespielt? Ja, früher. Genau. Nee, es ist unerklärlich. Die haben zur Halbserie eigentlich so viel Vorsprung gehabt und eigentlich schade, dass sie die Spiele dann abgegeben haben alle. Und auch fußballerisch, ich habe einige Spiele gesehen, fußballerisch leider ganz schön abgebaut. Also auch zu Recht die Punkte nicht geholt dann. Jetzt reden wir wieder über die Mannschaften, die heute hier am Tisch sitzen. Aber erst nach der nächsten Runde, nächstes Spiel. Und das hat der Mario vorbereitet und der steht ganz da hinten. Ganz genau, denn das nächste Spiel heißt EM-Quiz. Jetzt wollen wir starten mit dem Wissen zur diesjährigen EM und natürlich zu den vergangenen EMs. Und da brauchen wir jetzt wieder 2 Mitspieler, einen vom SV Pirna Süd, einen von Heidenau. Und dann geht es los mit dem EM-Quiz.
Vom HSV haben wir den Danilo hier beim EM-Quiz. Von Süd haben wir den Jens dabei. Und jetzt starten wir schon mit der ersten Frage. Insgesamt gibt es 9 Fragen. 5 Fragen muss jemand richtig beantworten. Dann gilt das Spiel als gewonnen. Und ihr habt den nächsten Punkt in eurer Teamwertung heute hier beim Vereinsduell. Ganz alles kurz, Mario, klar? Ganz kurz, bevor es losgeht. Na, wer zuerst antwortet, der darf seine Antwort auch vollenden. Aber was mich natürlich interessiert, das Buzzer-System fällt bei uns weg. Aber was mich ja interessiert ist, warum ausgerechnet ihr jetzt ausgewählt worden seid. Seid ihr die EM-Spezialisten? Führt ihr vielleicht gerade bei der Tipprunde? Nee, das nicht. Ich bin nur derjenige, der zu Hause ist und viel EM guckt. Von daher, ne? Bloß gut, dass heute kein Spiel ist, oder? Wie sieht es bei dir aus, Jens? Viele Spiele verfolgt bei der Euro? Ja, ich habe eigentlich im Großen und Ganzen die ganzen Spiele eigentlich verfolgt und bin eigentlich so sehr auf Fußball interessiert, was in den Statistiken angeht. Und ich denke mal so, wir werden hoffentlich ein bisschen auf Heidenau zumindest den Punkt aufholen. Das wäre schon eine schöne Sache. Heißer Kampf, der sich hier andeutet. Mario, dann schieß mal los mit der ersten Frage. Und ich denke, das wäre ja mal gut, wenn man so ein bisschen mit Statistiken sich auskennt. Unsere erste Frage beschäftigt sich zur diesjährigen WM. Und zwar, wer schoss das erste Tor bei der diesjährigen EM? Wie gesagt, man braucht 5 Punkte. Ganz souverän hier. Ich glaube, die Statistik wird auch in Zukunft bei den nächsten Fragen noch mehr eine Rolle spielen. Nächste Frage. Wir kommen zur Frage Nummer 2. Wo findet die kommende Europameisterschaft statt? Jetzt bist du aber jurisch am Würfeln. Kleiner Tipp, die Mannschaft ist im Viertelfinale noch dabei aus diesem Land. War Tschechien, ne? Jetzt hat Jens, jetzt bist du schon mal raus und Jens hat noch die Chance in aller Ruhe zu überlegen und sich die Mannschaft oder das Land besser gesagt einfallen zu lassen. Ich darf nicht mal. Frankreich, ja. Das ist richtig, ja. Dann ist das ja so eine Geschichte, ne? Ich habe das irgendwie auch schon eher gehört. Was ist da hinten gewesen? Pass mal auf, wir machen das so. Das ist eine Frechheit. Wir machen das mal ganz einfach. Schnicken. Und den Punkt schnicken. Nein. Den Punkt kriegt jetzt einfach mal von der Süd. Ne? Und ab der nächsten Runde würde ich sagen, weniger Hilfe und dann klappt das auch. Also jetzt wissen wir ja gar nicht, wo das ist. Es steht erst 1-1. Und? 5 Punkte. Mario, bevor wir länger diskutieren, ne, geht es um die Frage 3. Schiedsrichterentscheidung gibt es auch bei uns unbedingt. Und da geht es wirklich mal um Statistik. Und zwar, in welchem Jahr fand die erste EM statt? Hier, du brauchst einen Alten hier von mir. Hier. Irgendjemand hier, der über 30 ist. 1968 ungefähr? Wir können es ja, pass auf, wir machen das anders, Mario. Wir machen das anders. Also es stimmt nicht? Stimmt nicht, gut. Willst du einen Tipp loswerden? Wer am nächsten dran ist, oder was? Okay, können wir machen. 68. Dann nehme ich hier, warte. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ist okay, dann machen wir machen wir 64, bin ich näher dran, glaube ich. 64, 68, 60. 60 ist richtig, und zwar in Frankreich. 2-1, Heidenau. Vierte Frage, jetzt wird es, glaube ich, wieder etwas einfacher. Jetzt wird es auf jeden lösbarer. Fall ein bisschen einfacher, lösbarer. Und zwar, wie heißt der deutsche Schiedsrichter, der bei der EM in Polen und der Ukraine Starke. Dabei ist? Wolfgang Stark. Da kam schon Starke bei mir. Aber in dem Fall zählt das eh halt als falsch, würde ich sagen. Punkt für Pernas Süd. Das ist Korruption hier, ne? Das gibt's gar nicht. Es geht weiter mit Frage Nummer 5. Und zwar, wer ist Rekord-Europameister? Deutschland mit 3-mal insgesamt. Exakt. Und zwar von vorn bis hinten. Dritter Punkt. Ferner Süd. 3-2, Kopf an Kopf rennen. So, Mario, jetzt geht es weiter mit sechste Frage. Wir haben eine A-B-C-Antwort. Bloß nochmal so, um das vorwegzunehmen. Wer schoss bei einer einzigen EM Endrunde, also bei einem EM-Turnier, die meisten Tore? A. Alan Shearer, B. Milan Baroš oder C. Michel Platini? C. Milan Baroš, oder C. Auch das ist ein Punkt für Pirna Süd. 4-2. Der Jens, der ist, glaube ich, wirklich so ein Statistikfuchs. Ein Statistikfreak, ganz genau. Auswendig? Oder merkt man sich's? Nein, ich würde einfach denken, so vom Kopf her ist es mir so einfach eingefallen und dachte mir, okay, das wäre der richtige Einfach dafür. Irgendwas muss man ja geleistet haben, bevor man korrupter UEFA-Präsident wird, oder? Ich nicht. 4. Einer fehlt noch. Frage Nummer 7, das ist auch eine lösbare Frage. Und zwar,
Wie heißen die Maskottchen der EM? A. Lukas und André, B. Slavek und Slavko, B. Oder C. B, Uwe und... Oh, Mensch! Da wird mir gesagt. Dafür kann ich ja nicht. Ich 3 zu 4. Das kam aber wie aus der Pistole geschossen hier. Jens, den erzählt. Okay. Bei Stefan Raab ist im Fernsehen immer so, man muss auch mal ausreden. Und dann Antwort. Erste Frage, wer ist Stefan Raab? Bei ProSieben macht er Fernsehen, ja. Habe ich noch nie gehört. Und zweitens, zu viel Höflichkeit müssen wir auch, wenn die Kameras da sind, nicht an den Tag legen. Okay, gut. Also nächste Runde, 8. Frage. Okay, wir sind bei Frage Nummer 8. Wer schoss 1996 die DFB 11 Oliver Bierhoff, zum... Oliver Bierhoff, ne? Da haben wir eine Pattsituation und damit entscheidet die 9. Frage. Lass mich mal lunchen, welche das ist. Liegt die mir? Nee. Hast du einen Tipp, wer die richtig beantwortet? Ich habe einen Tipp, ja. Ich würde sagen, hier Süd. Schauen wir mal. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Das gibt's ja nicht hier. Okay, Frage Nummer 9, das ist die alles entscheidende Frage. In welcher Stadt steht das kleinste EM-Stadion dieser EM? In Lemberg. Lemberg? Levi? Lemberg. Ist das Levi? Lemberg ist das noch. Es ist Levi, es ist aber Lemberg. Ey. Lemberg kam zuerst. Und Lemberg kam zuerst. Und deswegen... Der Statistik-Freak. Und wir haben Süd 10 Punkte gewonnen und damit den 5. und damit das Spiel und damit steht es? 1 zu 1 steht es. 1 zu 1. Mario. Mensch, klappt's doch noch mit dem Rechnen. Danke fürs Mitmachen. Jetzt sind wir am Tisch vom Heidenauer SV. An der Ecke vom Heidenauer SV. Und beim Präsidenten. Seit ein paar Tagen seid ihr frisch gebackener Oberliga-Aufsteiger. Habt ihr euch denn von dem Herzschlagfinale schon ein bisschen erholt oder noch völlig außer Rand und Band? Nee, noch nicht. Das geht nicht so schnell. Nachdem man selbst in der Nachspielzeit noch sozusagen noch bangen muss, dass es noch umkippen kann. Also ich sag mal so, ich hatte ja im Auto die Aufstiegst-T-Shirts und hatte eigentlich das Problem, gehst du sie jetzt holen oder nicht? Ich wollte loslaufen, dann sagte man mir, auf keinen Fall, bevor das abgepfiffen ist, das bringt Unglück. Dann habe ich mir gedacht, aber wenn du jetzt, wenn das abgepfiffen wird und du bist mit, die T-Shirts sind nicht da, das bringt ja noch mehr Unglück, persönliches Unglück dann vielleicht. Also es war schwierig und es war wirklich ein Herzschlagfinale, muss ich sagen. Man muss vielleicht für die Zuschauer noch erklären, ihr seid als Zweitplatzierter aufgestiegen, das ganze punktgleich mit dem Drittplatzierten? Nee, einen Vorsprung. Wir hatten zum Drittplatzierten vor dem Spieltag einen Punkt Vorsprung, brauchten eigentlich nur gewinnen, war eigentlich ganz einfach. Wie es so ist im Fußball und wir waren natürlich ständig verbunden mit dem Spiel in Bischofswerda. Und hat der drittplatzierte Kamenz gespielt? Jawohl, und zur Halbzeit lagen wir, oder kurz vor der Halbzeit, sagen wir mal, lagen wir 2-0 zurück und Kamenz führte. Da war eigentlich alles 3 Tore gegen uns, aber wir haben uns wie im Spiel gegen Grimma dann gefangen. Die Mannschaft hat sich aufgebäumt und hat das Ding rumgerissen. Und dank Bischofswerda natürlich auch noch ist es dann gelungen, den Aufstieg. Da schließt sich ja ein bisschen der Kreis mit Bischofswerda, ne? Der Trainer bis zum letzten Spieltag, Frank Lippmann, ist ja irgendwie, also der Trainer von Pirna Süd, ist ja in Bischofswerda an der Geschäftsstelle nach wie vor tätig, glaube ich. Das heißt, da hat er irgendwo diese Achse auch wieder funktioniert, ne? Das ist gut, dass man sich heute hier zusammen trifft. Wusste ich jetzt bis jetzt gar nicht, dass der dort ist. Ja? Wir haben unser Ding gemacht. Wir haben gesagt, für uns war es wichtig, am vorletzten Spieltag, wir haben uns vom ersten Spieltag an gewünscht, dass wir nie im Hohenstein-Ernstthal am letzten Spieltag die Sache entscheiden müssen. Es ist dann natürlich genauso gekommen. Wir haben gegen Grimma gesagt, wir müssen heute einfach nur vor Kamenz bleiben. Das ist uns gelungen und das war am Ende auch ausschlaggebend, dass wir dann doch den Aufstieg geschafft haben. Die Mannschaft hat in Hohenstein-Ernstthal alles gegeben? So sah es aus. Schauen wir mal, ob sie noch ein paar Körner... Es fing mit völliger Nervosität an, also es war alles dabei. Und ob sie noch ein paar Körner sich übrig gelassen haben, das schauen wir uns jetzt an bei unserem nächsten Spiel. Es ist unser Spiel 3, dicke Beine, und da geht es halt richtig um Kraft. Und wir brauchen einen Spieler pro Team und die müssen dann wirklich Kraft in den Beinen beweisen. Und das können doch Fußballer. Wir testen es gleich aus. Unser Spiel Nummer 3 heißt dicke Beine und wie gesagt, es wird Kraft gebraucht. Und zwar Kraft in den Beinen. Ich würde das Ganze einfach mal demonstrieren, obwohl ich nicht ganz so dicke Beine habe. Aber wir wollen den Medizinball zwischen die Beine nehmen. Und danach ist es Ziel, den Medizinball so lange oben zu halten wie möglich. Mario, kurze Frage, spannt das Hemd oder? Nee, okay, gut. Ja, die Bauchmuskeln sind gut verdeckt. Ja? Und wie gesagt, es dürfen keine Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Also nicht die Bank berühren, nicht...
den Fußboden berühren dann. Und sobald der Ball fällt oder die Füße wieder den Boden berühren, ist das Spiel für den Gegner logischerweise gewonnen. 3, 2, 1, Start! Felix vom HSV und der Steve von Pirna Süd treten hier im Spiel Nummer 3 dicke Beine gegeneinander an. Wollen wir eigentlich schon den ersten Witz erzählen? Nein, okay. Also wir haben ja gesagt, keine Hilfsmittel. Bei Felix sieht das ganz entspannt aus. Steve nutzt so ein bisschen eine andere Technik. Das sieht so ein bisschen aus, als ob er im Notsitz gerade hier im Flugzeug sitzt. Also Mario, was hast du heute Abend noch vor? Ja, ich habe auf jeden Fall Silvesterkarten. Ja, also bis dahin sollten wir dann fertig sein. Aber von der Seite her, das kriegen wir hin. Das sieht noch gut aus. Das sieht also beim Felix ganz ruhig. Ich glaube, der Steve hat sich ein bisschen gefangen. Das Flattern ist jetzt weg. Echt? Ja. Okay. Mal so ein bisschen. Nein, wir sind hier. Braucht ihr eine Zeitung? Wir können gut reden. Ich glaube, der Felix, der geht das Spiel nochmal durch. Ja. Welche Spielminute bist du gerade? Ziemlich am Ende, sage ich mal. Okay, Steve, deine Chance? Wir müssen ganz ehrlich sagen, als wir das getestet haben, wir hatten schon längst den Ball verloren gegeben, beziehungsweise die Füße wieder unten. Aber doch nur, weil wir das Spielprinzip verstanden haben. Achso, okay. Das sind halt richtige Fußballer, ja? Die haben Kraft in den Beinen und auch im Bauch, denn gerade die Bauchmuskeln brauchen wir dazu. Jetzt gibt es hier von den Teams schon die ersten Hinweise und jetzt fängt's Flattern auch beim Felix an. Es steht. Ich glaube, wir kommen in die entscheidende Phase, so 80. Spielminute, denke ich. Ja. Also kurz vor der Verlängerung. Wie viele Nachspielzeiten? Ich mache mich mal bereit, falls es eine Schiedsrichterentscheidung bedarf. Ja, am besten ein bisschen hinknien, ja. Achtung, Sascha, mach schnell. Nein, Sascha, mach schnell. Ich habe noch gut im Blick. Die letzten Kräfte werden mobilisiert. Felix kämpft. Es kämpfen beide, auch Steve. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird der Medizinball richtig, richtig schwer. Man kann nicht sagen, dass es keinen sportlichen Ehrgeiz gibt. Wie gesagt, entweder Füße unten oder Medizinball rutscht raus. Das wären beides Fehler. Und der Punkt würde... Das war nur die Grasnarbe. Da war noch keine Bodenberührung vorhanden. Ich habe mich extra hier unten hingestellt. Also wenn, dann hätten wir ja auch den Videobeweis. Anders als bei der EM. Respekt, auf jeden Fall haben sich beide schon verdient. Spiel 3 beim Volksbank-Pirner Vereinsduell. Ich glaube, wir möchten jetzt das Spiel, glaube ich, als entschieden ansehen. Und so ein bisschen haben wir den Boden auch, aber trotzdem Respekt für beide. Absolut Respekt für beide. Wir hatten vor uns extra nochmal gesagt, ohne fremde Hilfsmittel und auch wenn man die Hose so ein bisschen hoch... Ja. Okay, wir sagen... Punkt für Heidenau. Punkt für Heidenau, somit 2-1 für Heidenau. Da habt sogar ich verstanden, dass es Spiel 3 war. Richtig. Gut. Okay. Dankeschön nochmal, Steve und Felix. Und ihr dürft euch jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen ausruhen. Wir sind bei Spiel Nummer 4 angelangt und das ist unser Toasterspiel. Und bei uns, die mitspielen wollen, der Henne und der Nam. Wie gesagt, es geht nicht unbedingt um den höchsten sportlichen Ehrgeiz, aber es geht um eine Schätzfrage. Und die erklärt der Sascha. Ja, es geht vor allem erstmal um dieses leckere Toastbrot. Lecker, mehr oder weniger. Okay. Das Spiel ist ganz einfach zu erklären. Wir gehen schon mal rüber zu einem handelsüblichen Toaster, so möchte ich es gleich mal sagen. Wer meinst du? So, also das Spiel ist schnell erklärt. Zunächst geht es darum, wir spielen das Spiel so lange, bis einer von euch beiden 3 Punkte erzielt hat. Wir werden also ganz normal eine Toastscheibe in den Toaster stecken und sie wird geröstet. Und wenn alles gut läuft, ist sie ja irgendwann mal fertig und kommt raus. Okay. Und genau diesen Moment gilt es abzufassen. Das heißt also, ihr sollt sozusagen schätzen, wann ist es endlich soweit, wann kommt die Toastscheibe wieder raus. In dem Moment, wo einer von euch beiden sagt, jetzt,
also ein deutliches Signal gibt, dass seiner Meinung nach die Toastscheibe herauskommt, drückt Mario die Stoppuhr. Und wenn sie es dann wirklich innerhalb von 10 Sekunden tut, kriegt derjenige einen Punkt. Andernfalls geht der Punkt an den Gegner. Verstanden wurden die Regeln? So kompliziert war es ja nicht. Okay, dann würde ich sagen, keine lange Vorrede. Wir fangen mit dem ersten Toaststück an und die Zeit läuft. So gefühlt, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zum Reden. Was glaubst du, wie lange brauchst du eine Toastscheibe? Jetzt hast du mich durcheinandergebracht, ich habe gerade mitgezählt. Gut, okay, ich sag nichts. Das ist bitter jetzt. Mario, was glaubst du, wie lange dauert so eine Toastscheibe? Ich weiß nicht, ich habe zu Hause keinen Toaster, aber ich denke mal, so eine Minute wird es wahrscheinlich dauern. Hast du gezählt? Okay. Riecht es noch nicht. Hilft ja gar nichts, verdrehen wir nachher eh nochmal. Angezeigt wird gar nichts. Das ist die Bräunungsstufe, aber die ist völlig egal, ob das hell oder dunkel rauskommt. Ist wie ein Solarium. Ist in dem Falle egal. Also wenn jetzt keiner von beiden Stopp sagt, dann kriegt keiner von beiden einen Punkt und wir fangen von null an. Geht das eine Weile, hat das Spiel? Mal gucken. Naja, Absprachen. Wir warten auf das erste deutliche Signal, entweder vom Henne so oder vom Lamm. Und wenn er jetzt Stopp sagen wird und ich eine Sekunde danach, ist vorbei. Einer sagt Stopp, dann läuft die Uhr. Der erste Stopp sagt. Dann gibt es aber keinen Minuspunkt. Dann entscheidet einfach die Uhr. In 10 Sekunden. Kommt die Scheibe oder kommt sie nicht? Ist das schon? So. Wollt ihr was sagen? Ich überlege noch. Lass mich gerade nochmal durch den Kopf gehen. Es muss ein deutliches Signal sein. Ihr müsst auch den Toast danach nicht essen. Ja? Also nicht, dass da jemand Angst hat. Ich würde dann mal. Darf ich mal reingucken? Das ist verboten. Ach so, okay. Gut, dass ich es nie gemacht habe. Stopp. Scheiße. Unentschieden. So. Hat jemand Hunger? Aber ihr seht, nur die Stufe, das ist noch okay. Sehr dezent. Das ist die schnellste Stufe sozusagen. Wir heben das Toast mal auf. So, ihr habt jetzt verstanden, wie die Spielregeln sind. Ich würde sagen, wir verändern das ein bisschen und auf ein neues. Es fehlen jetzt die Bratwürste, weil den gebratenen Toast oder den getoasteten Toast haben wir dann schon, wahrscheinlich heute in Massen. Aber die Bratwürste fehlen. Ich dachte eigentlich, dass... Die Brot ist ja gar nicht da. Du wüsstest, was alles hinter der Theke lauert. Ich würde sagen, wer das erste Mal recht hat, der gewinnt, oder? Wenn wir jetzt bis drei machen, dann... Mal abwarten. Okay, gucken wir. Riechst du das schon? Nee. Dich oder das Toast? Was riecht denn besser? Jetzt ist es langsam spannend, ne? Jetzt kommt es langsam in die entscheidende Phase. Also. Ich versuche es einfach mal. Stopp. Die Uhr läuft. Uhr läuft. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vorbei. Er ist nicht binnen 10 Sekunden hier rausgekommen. Also, das war knapp. Vielleicht hängt es auch. Ja. Man muss dazu sagen, dass es sehr knapp war. Ne? Schon irgendwas passiert? Aber man kann das ein bisschen verkürzen. Ne? Oder wollt ihr ein Gefühl für die Situation bekommen? Siehst du das in diesem Moment? So sieht's aus. Und sehr schön getoastet. Ich habe wieder auf 0 gestellt. Das heißt... Wollen wir mal schnell die nächste Runde? Zeitlich wird es jetzt kürzer als gerade eben. Das so als Tipp. Das Armbrot ist auf jeden Fall gesichert. Das riecht schon verdammt nach Essen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, man kriegt so ein bisschen Appetit. Komm, können die Kameraleute da mal was essen? Ha? Kriegen die ganze Woche nicht. Die haben sich die ganze Woche schon drauf gefreut. Dass das Ding... Ja. So abgehungert sehen sie nur auch nicht aus. Das riskieren? Ja. Momentan ist die Uhr noch auf 0 und sobald ihr Zeichen gebt, drücke ich Start und dann binnen 10 Sekunden. Soll ich mal gucken? Jetzt bleibt der eh blass. Der Toast. Ich würde mal sagen, Stopp. Und die Uhr läuft?
5, 6, 7, 8. Das ist stark. Binnen der Zeit, binnen der 10 Sekunden, also Respekt, 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 denn man verschätzt sich wahnsinnig bei dieser Sache. Ganz tolle Leistung für Nam. So, und also, ich hoffe, die Runde läuft, ich gehe jetzt einfach mal ein paar Toaster verteilen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, Jungs, hat jemand, ich hoffe, so, ihr habt ich meine, so wahnsinnig voll sieht es euch ja nicht aus auf dem Tisch. So, wir mussten noch mal nachlegen hier. So, die Jungs schmecken schon, genau. Steht mittlerweile 2-2. Die Kameras weghauen. Jetzt die Kameras waren die ganze Zeit drauf. Keine Angst. Bei 2-1 steht es, glaube ich, immer noch, ne? Im Duell. In dem jetzigen. Und generell? Im jetzigen steht es 2-0. Im jetzigen steht es 2-0, genau. Aber im großen, da steht es 2-1. Achtung. Er will echt keiner riskieren. War unglaublich. Ich riskiere es jetzt. Das Spiel zu beenden? Stopp. Ich tippe, es geht in die nächste Runde. Schön wär's, ja. Mario, die Zeit? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vorbei. Oh! Es waren 2 Sekunden. 3 Sekunden, 3 Sekunden später. Ganz knappe Sache. Ach du, die Mannschaftskollegen freuen sich, dass es endlich weitergeht. Insofern, dritter Punkt für Heidenau. Und Spiel 5. Spiel 5 steht auf dem Plan. Wir sagen nochmal Glückwunsch an Heidenau. Aktuell Spielstand 3-1. Tolle Sache. Wir sind beim Spiel 5 des Volksbank-Vereinsduelles und unsere Kandidaten für dieses Spiel 5 stehen schon bereit bei Sascha. Und es geht diesmal wirklich um Fußball. Sascha, um was geht's konkret? Na, um die Torwand, um die Volksbank-Pirna-Torwand. Etwas anders als beim aktuellen Sportstudio, aber ich glaube, ihr wart beide noch nicht eingeladen, oder? Beim aktuellen Sportstudio? Nee, noch nicht. Kommt vielleicht noch? Nie mitgekriegt. So, das Spiel ist relativ klar zu erkennen. Wir machen es ein bisschen anders als eben beim aktuellen Sportstudio. Ich würde sagen, jeder hat 5 Schuss. Und es geht nicht darum, wer am meisten oben und unten und links und rechts, sondern wir addieren einfach die Punkte. Sozusagen, welches Konto am Ende am vollsten ist. Typisch Volksbank. Ja? Also pralle, dicke, volle Konten. Die sammeln wir. Wer will anfangen? Im Wechsel machen wir es. Da darf der Kapitän von Heidenau anfangen. Darfst vorlegen. Den Abstand, den haben wir eigentlich vorgegeben. Ich gucke mir mal kurz die Markierung an. Optimal, merken wir uns. Und damit darf Frank Kaiser anfangen. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob die 13 in diesem Spiel Glück bringt. So, nein, im Wechsel. Das war eine 0. Erster Schuss, 0. Wir sind bei Süd, beim Daniel angekommen. Und auch da, 0. Auch nichts, ich gebe den Ball holen. Wir kommen zum zweiten Versuch und haben hier natürlich Frank, einen harten, imaginären Tormann. Eine kurze Einschätzung, wie viele Elfmeter schießt du so in der Saison? Keinen. Mehr. Wie schießt keinen mehr? Nee. Wer schießt bei euch die Elfmeter? Der Robert Peach hat uns die Elfmeter geschossen. Und der ist heute nicht hier? Nee. Hm. Wäre vielleicht besser gewesen. Okay. Maximale Punktzahl. Man muss eben nur richtig motiviert werden. Ja. So, Daniel, jetzt gilt es nachzulegen. In welcher Position sehen wir dich bisher in der Saison bei Pirna Süd? Wo spielst du? Stürmer, Mittelstürmer. Dann los. Trefferqualität ist auch jetzt gefragt. Ah. Latte, würde ich sagen. Bleibt 0 auf dem Konto von 100 zu 0 SV. Klingt irgendwie gut, ist aber doch nicht so ein großer Abstand, wie man meint, oder? Nein. Wir kommen zum dritten Schuss. Von maximal 5, das noch mal kurz zur Erklärung. Linksfuß, Frank Kaiser. So, deine Chance. Der dritte Schuss für Pirna Süd. Ui. Oh, mit Schmackes, Schmackes und Kraft, genau. Aber ohne Erfolg.
Vorletzter. Also nach wie vor ein Treffer für Heidenau, kein Treffer für Pirna Süd. 100-0. Tolles Fußballergebnis. Und jetzt mit Konzentration. Oh. Mario, wenn man ein bisschen rechnen kann, noch zwei Schüsse für Pirna Süd. 200-0 steht's. Ganz genau. Das heißt, das muss jetzt. Wo muss er hinschießen? Er muss definitiv in die 100. Wow, und das Ganze zweimal. Sonst ist automatisch der Heidenauer SV Sieger dieses Spiels. Das ist genau hiermit geschehen. Der nächste Punkt wieder für Heidenau. 4-1 steht es damit bei uns im Volksbank-Pirna-Vereinsduell. Und wir schauen mal, wie es weitergeht mit dem nächsten Spiel. Ja, es steht 4-1 für Heidenau. Tim Lochner, ist der Klassenunterschied auch in diesem Spiel zu sehen? Naja, man muss eins sagen, warum in Hohenstein das Spiel so knapp ausging, war ja klar, die letzten 4 Wochen haben unsere Spione uns erzählt, ist hier nur noch Fußballtennis trainiert worden. Dann muss man ganz klar sagen, wenn das Spiel, das heutige, bei Süd stattgefunden hätte, wäre das auch auf dem Hartplatz stattgefunden und da würden die Ergebnisse heute ganz anders aussehen. Insofern wärt ihr froh gewesen, oder seid ihr froh, dass ihr noch den Hartplatz habt, auch wenn ihr für den Kunstrasen kämpft, oder? Alle Vereinsmitglieder sind überglücklich über das Schmuckstück. Wenn wir gleich so bei ein paar Raritäten sind, ihr habt auch eigentlich fast, muss man schon sagen, eine Rarität am Leibe getragen. Die alten Trikots, die haben ja eigentlich jetzt so gut wie ausgedient, oder? Wenn es den ersten FC Pirna Abkommen in der Spielzeit gibt. Das ist richtig, die alten Trikots sind also die wir heute anhaben, ganz alte Trikots. Die aktuellen der Saison sind bereits an jeden Spieler verschenkt worden. Jeder hat sein eigenes mitnehmen dürfen. Da wir ja nächstes Jahr in Rot-Weiß spielen. Rot-Weiß, die Farben des ersten FC Pirna. Und der erste FC Pirna wird in die Saison gehen mit einem Trainer, der nicht Frank Lippmann heißt. Den habt ihr verabschiedet zum letzten Heimspiel. Jetzt gibt es einen neuen Trainer für den neuen Verein. Wer wird es sein? Das ist richtig. Das wird sicherlich allen bekannt sein. Der Spitzname Uhle bzw. René Hansche. Und den haben wir verpflichtet. Und denken einfach mal, frischer Wind tut gut und schauen mal, was bei rauskommt. Und sorgt ja auch ein bisschen für Brisanz. Ne? Er kommt ja auch von der anderen Elbseite. Gut, das war jetzt nicht das Entscheidungskriterium. Was dann? Was dann? Nein, wir haben uns in mehreren Gesprächen zusammengesetzt, haben ausgelotet, was gegenseitig geht. Ihn hat die neue Aufgabe gereizt. Und für uns war er eine interessante Persönlichkeit. Ich denke, dass er mit den Spielern gut umgeht. Ja, und da schauen wir einfach mal, was nächste Saison rauskommt. Wir sind gespannt, genauso gespannt wie auf das nächste Spiel. Das heißt? Wadenraten, und unser Spiel Nummer 6, Wadenraten, könnte bereits das letzte Spiel sein. Denn aktueller Spielstand 4-1. Somit beim Gewinn von Heidenau beim nächsten Spiel könnten die 5 Siegpunkte an Heidenau gehen. Und somit das komplette erste Vereinsduell der Volksbank Pirna könnte dann Heidenau gewinnen. Wir sind gespannt, das wird sicherlich jetzt eine ganz besondere Brisanz geben. Und es geht wieder um ein ganz anderes Thema bei unserem 6. Spiel, Wadenraten. Spiel 6 beim Volksbank Pirna Vereinsduell, Wadenraten. Das Spiel ist zumindest von der Anlage her fast schon wie das Toastspiel und Henne ist ja dabei. Also das heißt, diesmal geht es allerdings darum, wer 4 Punkte sammelt, der gewinnt dieses Duell in diesem Falle. Und das Spiel ist eigentlich relativ einfach. Ihr seht jetzt auf dem Bildschirm verschiedene, ich sag mal, Fußballerbeine. Waden, aber auch Beine. Okay. Und wer zuerst glaubt, die Person zu erkennen, sagt Stopp, löst auf, kriegt den Punkt oder der andere hat die Chance. Aktuelle, und glaub, aktuelle Spieler? Hinten raus wird es sehr einfach. Mehr oder weniger schon aktuelle Spieler. Allerdings, ja, vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der nicht mehr aktiv ist. Aber machbar. Alle mal machbar. Okay. Geht's los? Ihr müsst jetzt nochmal gucken. Ich glaube, für euch ist wichtig, dass ihr gute Sicht auf den Bildschirm habt. Das bedeutet automatisch, dass der Kameramann weggeht. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Person an. Und jetzt machen wir es, weil es ja jetzt doch schon ein bisschen ums Eingemachte geht. Wäre es gut, wenn die anderen ein bisschen die Ruhe bewahren. Das ist Lomo. Michael Ballack. Oh, das war stark. Das war richtig stark? Ja. Heidenau SV macht den ersten Punkt. Woran erkannt? Wir, an Schuhen. Wir lösen es aber noch auf. Ich dachte an der Stütze von Chelsea. Ich hätte es gesagt an Schuhen. Weil es hätte ja auch Lampard sein können. Okay. Auf was man so alles achtet. Punkt, wir können es ja noch schnell bis zum Ende laufen lassen, aber doch auf. Keinerlei Geheimnisse, das Ganze stimmt.
Und da dachten wir, wir haben extra ein Bild, wo er noch bei Chelsea gespielt hat, wo man nicht gleich drauf kommt. Nee, das sah, glaube ich, etwas anders aus. Ich denke, es kommt das Gesicht noch dazu. Ja, also das, da habt ihr schon mal so ein Gefühl, da habt ihr dann so ein Gefühl, wie es dann weitergeht. Ne? Also hinten raus wird es dann sehr einfach. Okay. Das Gesicht hätte ich nie erkannt. Gut, also fassen wir zusammen, 1-0 für Heidenau und damit kommen wir schon zum zweiten. Mal gespannt, wer jetzt den richtigen Tipp hat. Christian Fiel. Oh, das war Punkt. Also das kam auch wie aus der Pistole geschossen. Also, hallo. Das erkannt. Die Schuhe waren da wirklich noch schwarz. Ich habe es im Reha gehabt, deswegen habe ich die Oberschenkelmuskulatur noch im Kopf. Ja, ich dachte bekannt. Ernsthaft jetzt? Also, woran hast du es wirklich erkannt? Ich wollte das Robert Koch sagen. An Schuhen. Scheint der Standardspruch zu werden. Ja. Wir lassen es wieder zu Ende laufen. Christian Fiel von Dynamo Dresden. Sollte man das sagen, ne? Damit steht es 1-1. Körperhaltung jetzt das auch. Der vierte? Wir kommen zum dritten erstmal. Du galoppierst. Der vierte, drei habe ich heute so ein bisschen, oder? Ja, merke ich schon. Also, wir kommen, also ich überlasse das Zählen jetzt über dem Mario. Mario, der wievielte jetzt? Der dritte. Schön. Mario Götze? Hm. Auch richtig. Fritz, es geht hier Kopf an Kopf rennen. Ping-Pong, Kopf an Kopf rennen bei unseren Zweien, Henne und Fritz. Ist vielleicht die typische Mario Götze Jubelpose, oder? Ja, so in etwa, ja. Aber ich hab's eher an Schuhen erkannt. Ist aber keiner Schuhverkäufer von euch. Zeigt dir deinen Barfuß dann, oder? Ich glaube, wir reduzieren uns auf das Gesicht. Okay. Die vierte Wade. Jetzt sind wir bei der vierten, ganz genau. Axel Keller. Ui! Muss ich ja jetzt leider mal sagen. War ein kleiner fieser Punkt, aber der stimmt. Ich hätte auch Hunde sagen können, aber... Ich meine, du hast vorhin aber schon ein bisschen so die Vorlage gegeben, ne? Mit Frank Kaiser hast du ja auch gemeint, den würdest du gleich erkennen. Ja, hättest du jetzt, also du hast eine Chance, Frank Kaiser, du kannst ja aufholen, wenn du alle Waden auf diesem Bild erkennst, dann kriegst du auch einen Punkt. Okay. Nee, lass mal lieber. Gut. Ui, Axel muss zahlen. So, aber jetzt, das gleich vorweggenommen, wird es wieder internationaler. Und wir sind beim Fußballer Nummer 5. Frisch rasiert. Oder epiliert. Sag mal, Klose. Oh, so, da hinten habe ich es gehört. Es ist wirklich Birgit Prinz. Es ist eine Fußballerin. War das jetzt fies? Ich muss da irgendwie jetzt... All in gehen, ne? Bitte. Herzlichen Glückwunsch. Damit ist auch dieser Punkt bei Heidenau. Bei Heidenau gelangt. Fassen wir zusammen. Wir fassen zusammen. Wir haben 5-1 für Heidenau und damit haben wir eine Mannschaft, die jubelt. So, Mario, wir machen mal lieber weiter, weil im Hintergrund wird schon schwer herangebracht. Heidenau zeigt sich hier als großer Gewinner. Naja gut, wenn man 500 Euro in die Vereinskasse kriegt, bekommt, in die Mannschaftskasse bekommt, kann man auch mal zwei Kästen Bier stemmen, oder? Ganz genau. Und das ist natürlich ein Grund zu jubeln. Das erste Vereinsduell von der Volksbank Pirna ist für den Heidenau SV. Ich gehe mal zu den Siegern. Geschichte. Sie haben gewonnen, haben 6 Spiele gebraucht. 1 haben sie abgegeben an den SV Pirna Süd. 5 Spiele selber gewonnen und somit gehen sie als Sieger von unserem ersten Volksbank Pirna Vereinsduell hervor. Ja, Jungs, 500 Euro in die Mannschaftskasse. Gibt es schon irgendeine Vorstellung, was ihr mit dem Geld anfangt? Gab es schon eine Saisonabschlussfahrt? Kapitän, wer sonst natürlich. Hierarchie, die hat der Trainer Bernd Fröhlich so eingeführt, oder? Die gibt's schon immer, die Hierarchie. Egal was. Sag mal, was passiert mit dem Geld? Habt ihr eine Idee? Nee, das werden wir dann in der Mannschaft, denke ich, aufteilen. Mal schauen, was wir machen damit. Gab's schon eine Abschlussfahrt? Wohl kaum, oder? Die Saison ist erst gerade zu Ende. Ja, wir müssen erstmal den Schock letzte Woche noch überstehen und verdauen und dann werden die... neue Saison dann beginnt, dann werden wir mit dem Verein zusammen eine Abschlussfahrt auf der Elbe machen. Hat unser Hauptsponsor schon ein Zeichen gegeben, dass wir da zusammen alle eine große Feier haben und dann, das wird unsere Abschlussfahrt werden. Dann
Glückwunsch dem Sieger. Ich würde sagen, dann können wir das Bier gleichmäßig verteilen. Ich denke, zum Fußball gehört auch das Bier. Und wenn man zusammen kämpft, dann feiert man auch zusammen. Also dann für alle, denke ich mal, war eine gelungene Geschichte. Und jetzt Prost und für alle, jeder einen Kasten Bier und trinken. Der Präsident hat es gesponsert. Redo so, König. Wir sind ja Krubenix, eine gute Aktion heute, weißt du? Wir sind nochmal beim Zweitplatzierten heute unseres Vereinsduells. Ihr müsst euch geschlagen geben. Tut sicherlich ein bisschen weh, aber die neue Saison birgt natürlich auch neue Aufgaben für euch. Also wir drücken euch auch für die neue Saison die Daumen und wünschen euch, dem dann 1. FC Pirna, alles Gute. Vielen Dank. Hinter uns werden jetzt schon die Flaschen geöffnet. Das gehört natürlich zu seiner Siegerparty auch dazu. Und nächsten Monat geht es weiter mit dem Vereinsduell. Mit was denn? Ja, auf jeden Fall mit jüngeren Sportlern und dann irgendwie mit zwei Vereinen, wo sich alles ums Wasser dreht. Mehr möchte man vielleicht noch nicht verraten. Einschalten lohnt sich also auch im Juli zum Volksbank Pirna Vereinsduell. Uns hat es Spaß gemacht hier in Heidenau. Auf jeden Fall. Ihnen der Heidenauer SV war ein guter Gastgeber. Wir sagen Dankeschön und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.